Ein Danklied der Erlösten. So ist der 107. Psalm überschrieben, aus dem uns heute ein Vers durch den Tag begleiten wird. Die er aus den Ländern zusammengebracht hat, von Osten und Westen, von Norden und Süden, die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut. Von Wundern ist da die Rede. Wie wenig aber wundern wir uns. Meistens nehmen wir das, was geschieht, wenn es etwas Gutes ist, als etwas Selbstverständliches hin. Wir haben ein Recht auf Glück. Wir haben die Möglichkeit, alles zu tun und wir nutzen es ganz selbstverständlich. Nur dann, wenn etwas nicht so ist, wie wir es gerne hätten, dann kommt unser Fragen. Wir denken, wir haben die ganze Welt im Griff und dann ein kleines Virus bringt alles durcheinander und wir zweifeln an Gott und an uns selbst. Der Psalmbeter fordert uns auf, nehmt wahr, was geschieht. Und das, was ihr wahrnehmt, nehmt zum Anlass zum Loben. Die er aus den Ländern zusammengebracht hat, von Osten und Westen, von Norden und Süden. Wie schön ist es, dass wir Menschen miteinander verbunden sind. Manchmal ist es auch anstrengend. Es ist anstrengend, wenn wir in Konkurrenz zueinander gehen. Es ist anstrengend, wenn die einen sich für etwas Besseres halten als die anderen. Aber Gott führt uns zusammen. Und dafür sollen wir, dürfen wir dankbar sein. Ein zweiter Vers steht noch über unserem Tag, der Lehrtext, der dazu ausgesucht wurde, aus dem Lukas-Evangelium im 14. Kapitel. Der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, aber es ist noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, auf dass mein Haus voll werde. Gott lädt uns Menschen ein. Und wir? Wir sind die, die vielleicht von den Hecken und Zäunen hereingebeten werden. Es ist nicht selbstverständlich, dass Gott uns ruft. Es ist ein Geschenk, eine Gabe, die uns ermutigen soll. Amen. Wir glauben Gott im höchsten Thron. Wir glauben Christum, Gottes Sohn, aus Gott geboren vor der Zeit. Allmächtig, allgebenedeit, Halleluja. Wir glauben Gott, den Heiligen Geist, den Tröster, der uns unterweist, der fährt, wohin er will und mag, und stark macht, was da niederlag. Halleluja. Den Vater, dessen Wink und Ruf das Licht aus Finsternissen schuf, den Sohn, der annimmt unsere Not, litt unser Kreuz, starb unsern Tod. Halleluja. Der niederfuhr und auferstand, erhöht zu Gottes rechter Hand und kommt am Tag vorher bestimmt, da alle Welt ihr Urteil nimmt. Halleluja. Den Geist der Heilig ins Gemein lässt Christen Christi Kirche sein, bis wir von Sünd und Fehl befreit ihn selber schauen in Ewigkeit. Halleluja. Amen.
Ich fragte, wer wird mir den Stein wegwälzen von dem Grab meiner Hoffnung, den Stein von meinem Herzen, diesen schweren Stein? Mir ist ein Stein vom Herzen genommen. Meine Hoffnung, die ich begrub, ist auferstanden, wie er gesagt hat. Er lebt, er lebt, er geht mir voraus.